Die Parteien der Großen Koalition gehen auf Distanz zur Regierung. Es ist ein bemerkenswerter und in dieser Form auch in der jüngeren Geschichte noch nicht bekannter Vorgang, dass jetzt in Kürze die Parteivorsitzenden der Regierungsparteien selbst nicht dem Bundeskabinett angehören. Die Parteien erneuern sich, CDU und CSU, auch die SPD, haben im vergangenen Jahr neue Führungsspitzen bekommen, die aber nicht dem Kabinett angehören. Das heißt, es ist ein Kabinett der ehemaligen, während auf der anderen Seite die Parteien schon erneuert sind. Wir wünschen uns, dass der Erneuerungsimpuls, den es jetzt in den Parteien gibt, dass der sich überträgt auch auf die Regierung. Wenn für eine Partei es richtig ist, dass sie eine neue, frische Führung bekommt, dann kann das für das Land nicht falsch sein, ganz im Gegenteil. Horst Seehofer war der Letzte, der jetzt entschieden hat, auf sein Parteiamt zu verzichten. Er kommt gewiss damit auch einer unangenehmen Drucksituation in seiner Partei nach. Jetzt muss man auch mit Respekt auf die politische Lebensleistung von Horst Seehofer schauen. Er hat unseren Respekt, wenn wir auch viele Dinge nicht teilen, die er insbesondere in der letzten Zeit vertreten hat. Ich halte es für falsch, dass Herr Seehofer das Parteiamt abgibt, aber das Staatsamt behalten will. Wichtiger für das Land wäre, endlich einen Bundesinnenminister zu haben, der diese Aufgabe wirklich ausfüllen will. Herr Seehofer hat aber kein modernes Einwanderungsgesetz beschlossen, sondern nur Islamdebatten geführt, die keine praktische Auswirkung hatten. Herr Seehofer hat nicht Vertrauen in den Rechtsstaat wiederhergestellt, sondern hat mit dem Hin und Her bei Herrn Maaßen dieses Vertrauen noch stärker in Frage gestellt. Deshalb wäre es richtig, wenn er nicht nur sein Parteiamt aufgibt, sondern auch baldmöglichst einen Neuanfang an der Spitze des Bundesinnenministeriums möglich machen würde.